Ja, und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer weiteren Aufnahme Brustsimulator. Wir sind ja schon bei Folge, keine Ahnung, 9. Und wir werden dieses Mal meine eigen erstellte Route fahren. So, das da, das da, das da. Muss ich bloß kurz gucken, ob die Dienstnummer noch übereinstimmt, weil ich bin die Route gestern mal gefahren. So, ja, stimmt noch alles. Dann machen wir einfach hier schon mal die Türe zu, starten den Motor und fahren los. So. Ups. Wir fahren natürlich wieder mit dem Ziehharmonika. Eine Frage, denn wir wollen natürlich auch ein bisschen Action. Wow, lag. What the fuck? So, jetzt müssen wir hier rechts. Ich hoffe, das reicht von der Zeit. 38, jawohl, 45 fährt er. So, Gas. Das war auf jeden Fall noch gelb. Wow. Autos, ganz viele Autos. Brauchen wir uns ja gar nicht zu beeilen. Jetzt müssen wir hier links. So. Ja, es reicht alles. Wunderbar. Für was die Ampel hier auf der Gegenseite ist, verstehe ich nicht ganz. Achso, hier ist ein Fußgängerüberweg. Ja, okay, dann verstehe ich's. Weil davor habe ich es nie verstanden. Und einige von euch haben euch oder haben sich auch gefragt, wie hier die Außenansicht geht. Habe ich in den Kommentaren gelesen, das ist ganz einfach mit dem Mausrad rausdrehen. Dann kommt ihr hier, Gott, nicht ans Mikro kommen. Dann kommt ihr hier in die Außenansicht. Und die ist echt manchmal nützlich. Manchmal auch nicht. Aber ich kann ja hier mal wieder ein bisschen in der Außenansicht fahren, aber dann ist das wieder so laut. Deshalb weiß ich nicht so genau, was ich machen soll. Ich gehe hier einfach mal nicht rein. Oh. Denn da vorne ist schon unsere Stadthaltestelle. So. Jetzt muss ich wahrscheinlich eh wieder rein. Ach, so. Ja, jetzt stellt das Ding im Weg. Steht ein Auto hinter mir oder? Oh, halt. Was, ein Ticket? Rentner, was hat er mir denn überhaupt gegeben? Ups! Was bin ich verplant? 2 Euro? So, 50 Cent. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Leute kommen hier nicht rein. So. Hi. Hallo. Hi. Hallo. Ein Ticket. Ein Ticket. Ja, okay, gut. Achso, jetzt mache ich es wieder so. Ja. Hallo. Okay, das ist gar kein Hallo. Also, ich kann es euch mal hier kurz zeigen. So geht die Route. Ich hoffe, ich kann da hinzoomen. What the fuck? Okay, also, wir fahren so. Und dann endet es hier am Bahnhof. Lassen wir uns mal überraschen. Okay, krass.
kann ich sogar unter den Boden schauen. Also so seht ihr mal, wie es hier unter der Straße aus. Nee. Das ist da Wasser? Krass. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so die Anfangshaltestelle, weil, wie ihr seht, es bildet sich ein Riesenstau. Ja, gut. Ich wollte halt nicht am Zopp anfangen, weil da wäre wieder das Problem, dass die Haltestellen-ID zweimal vergeben ist. Und da habe ich immer noch nicht Astragon an. Ja, ich habe immer noch nicht Astragon angeschrieben. Ah, scheiße. Ja, komm, das passiert auch noch. Ja, gut, habe ich halt eine kleine Schlange hinter mir, aber was willst du machen, wa? Tag. Hallo. Ich hol mir jetzt wieder kurz den Donut raus. Na gut. Da haben wir gerade gesehen, wie die Frau sich hingehockt hat. Mal kurz gucken. Sogar hier die Stopp. Diese, wie heißt denn? Die Stoppdrücke halt, der Haltewunsch. Ach, sogar der Aus. Oha, okay, das habe ich auch noch nie gesehen. Der Auspuff hat sogar Animation. Krasse Scheiße. Da. Verfrühung 1 Minute. Oh Gott, ist das ein Stau. Ich mach aber manchmal die Türe zu. Muss ich dann meine Hände sauber machen. Dass wir losfahren können. Da ist schon grün. So. Hier ist die Haltestelle. Einmal den Haltewunsch. Oh. So, möchte jemand einsteigen? Du steckst jetzt da hinten ein und zahlst einfach nichts. So geht's aber nicht, Mädchen. So. Dann geht's hier mal weiter, würde ich sagen. Oh, Schild. Nächste Haltestelle, Sedanstraße. Also die Haltestellen, die sind hier sehr dicht aufeinander gemacht, aber dafür ist eine schön, eine recht freundliche Tour, wie ich finde. So. Hallo. Hallo. Ging das jetzt nicht auf die Tür? Doch. Hat. Hä? Okay. Gut, sind alle raus. Wunderbar. So, jetzt wird es ein bisschen creepy an der Stelle hier, aber es geht eigentlich, weil letztes Mal standen hier ganz viele Autos. So, du musst warten, so wie jetzt zum Beispiel. So. Ja, wir sind schon wieder auf dem Bordstein. Wohl besser gesagt gewesen.
So. Wieso kann mir jemand sagen, warum die da einsteigen? Was denn mit dem Auto hier? Muss ich jetzt hier außen rumfahren oder was? Okay, das rote Auto habe ich noch nicht berührt. Dein Ernst jetzt? Okay, aber das werde ich berühren. Krass. Oh, da war rot. So leicht wird mir hier abgelenkt. Aber es macht ja auch Spaß natürlich hier zu fahren. So. Machen wir hier einmal auf. Ich glaube, da möchte noch jemand rein. Gott. Kommt ein Auto. So. Ich hab dachte. Haben wir wieder einen Stau hinter uns? Was halt bei der Sicht ein bisschen kacke ist, man sieht nicht genau, wenn hier die Bäume dazwischen stehen, wo die Haltestelle ist. Okay, okay, das geht nicht. So. Das geht aber. Hat sich halt der Busfahrer ein wenig verschätzt. Ich glaube, ich lasse es mal mit der Außenperspektive. Ach, da möchte gar niemand raus. Sorry, aber ich habe nur Bargeld. Das ist doch kein Problem. Was ich mich auch eigentlich frage, weil ich habe eigentlich die Preise für eine Normalfahrt auf 2 Euro gesetzt. Aber die zahlen trotzdem nur Sorry, aber ich 1,80. habe nur Bargeld. Was ich auch nicht verstehe, ist das Bezahlsystem. Der hat mir eigentlich 1,50 hingelegt, ja. Aber legt dazu noch 30 Cent halt. Und jetzt muss ich dem seine 30 Cent wieder rausgeben. Hä? Eine Fahrt bitte. Das ist. Das ist einfach nur dumm. Sowas. Eins. Jetzt pass auf, 80. 1,30, 1,8, oh, der hat sogar genau. So. Jetzt haben wir schon Verspätung, beeil dich Eine mal. Fahrt bitte. Nochmal. Erklärt mir mal das. Nicht doch im echten Leben auch Hi. nicht so, aber. Ich sag mal nichts dazu. Oh, ich habe Vorfahrt. Nächste Haltestelle, Richard.
Ich muss wohl verachten. Aber da niemand kommt, kann ich abbiegen. Okay, hier muss ich nicht halten. So. Die muss ich aber halten. Was mache ich denn hier? Möchte jemand einsteigen? Ja. Hallo. Sie auch? Hi. Hallo. Ah. Okay, das wäre eigentlich nicht gegangen, aber nun ja, einmal Student. Ups, jetzt habe ich 50 Euro. Warte, Student hat 1,60. 2. So. Sorry, aber ich habe nur Bargeld. Passt schon. So, das da, das hören wir wieder zu, das da und das da, bitteschön. Eins? Okay. Du bekommst jetzt 1! Bitte! Hallo. Ich hätte gerne ein Ticket. Einmal Student. Oh Mann, Leute, das nervt doch. Da hätte locker die 2 Euro da auch gereicht, aber. Ich versteh's nicht. Wir haben schon 3 Minuten Verspätung wegen euch. Nächste Haltestelle. Mein Gott.